Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause bei euch, nach einer langen Pause bei mir. Ja, eine Stunde werde ich aufnehmen. Das heißt, ich brauche nur eine Stunde, weil ich habe schon sehr viel an Material für die nächsten paar Wochen. Von daher passt es ganz gut. Heißt, für das Spiel brauche ich nicht sehr weit aufnehmen. Also passt. Passt alles. Gut. Ich muss gerade wieder reingucken, wo müssen wir denn überall hin? Also wir müssen die Nebengleise nochmal untersuchen. Finden Sie den Mann, der im Wartesaal von Doncaster Zigarren raucht? Nebengleise zwischen den Bahnhöfen von Jessa und Elfsheim. Ach stimmt, da müssen wir auch noch hin. Wir müssen ja den verschwundenen Zug finden. Der Zug, der verschwunden ist. Oh, Blut. An abandoned gypsy caravan. Eine verlassene. Aber sonst ist hier, wenn ich hier mal kurz rumlaufe oder rumrenne, wie man es auch nimmt, nichts mehr, ne? Gucke gerade noch mal eben, da kommen wir eh nicht hin. Nee, da kommen wir wieder dahin. Okay, aber es scheint, als wenn wir hier nichts mehr haben. Außer halt. Ja, Asche, Abfall. Hier, wo wir nicht durchkommen, komme ich hier gar nicht durch. Ah, doch, hier mal eben. Ist auch eine Variante, meinetwegen. Aber hier scheint nichts zu sein. Das Schild könnte ich nochmal untersuchen. Vielleicht bringt uns das was. Tja. Seeausflug, Werbeplakat untersuchen. An advertisement for Lake Cruises. Das war's schon. Na gut. Na gut, dann würde ich sagen, hier sehe ich jetzt nichts so weit. Nee. Wir müssen zwischen. Muss ich mal gucken. Im Archiv, eine Plakette mit der Aufschrift des Zaubers, die am Strand des Sees gefunden. Ach so, dann muss ich gleich im Archiv nachgucken. Und zwar untersuche das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Essam, das zum Steinbruch führt. Zwischen Chesterfield und Evesham, glaube ich, wird das ausgesprochen. Chesterfield und Evesham, also das hier. Gehe ich mal von aus. Ich will jetzt aber erstmal im Archiv gucken. Da sollen wir ja auch mal eben nachgucken. Ein Plakat mit der Aufschrift Las Zarpas, die am Strand des Sees gefunden wurde. Las Zarpas. Es ist die Frage, werden wir das hier finden? Ich schau mal. Höllenschätze, Wellington Triumph in Apuglia. Irland, Gesetzesvorlage. Jack the Ripper, ja. Whitechapel-Morde. Königliche New Scotland. Die große Schneesturm. Oh Gott. Ich habe einen Frosch im Hals. Huch. Oh Gott, wie weit können wir denn noch? Ah, okay. Gedenkbrunnen. Okay, da scheint es nicht zu sein. Kunst und Architektur. Ich muss mal irgendwas trinken, sorry. Das ist doch vielleicht doch nicht, wenn man irgendwie so eine Art Frosch im Hals. Ich würde gerne mal. Auf der anderen Seite Forschungsberichte. Vielleicht ist da was. Blutproben. Ich glaube aber nicht, dass hier Chemie, Gift und Toxin. Plus von der Abschiffung. Naja, das ist. Nee, das wird hier nicht sein. Kampfsport. Totenkopf, Symbol, Religion zur göttliche Gesellschaft. Nee, das reichen und wollte, warte mal. My search should be focused. Ja, in Las Zarpas. Das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, wir gehen rüber zu den Enzyklopädien. Ah, oh, da
dann schauen wir mal. Westmanland, alte Ökonomie, glaube ich nicht. Nikola Tesla, Las Zappas. Die Barken von Las Zappas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zappas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in dem Bereich Spedition, Elektrizitätsdienstleistungen und Bergbau aktiv ist. Aha, interessant. War das nicht die auch den Steinbruch wollten und den nicht bekommen haben? Das ist so lange her. Here it is. Das ist der Brief vom Anwalt. Doch, ich glaube, das war so, ne? Gut, wir haben wieder einen neuen Punkt. Caracal aus Mexiko. Ach, wäre zu schön, um wahr zu sein. Das war auch nur gerade. So. Achso, weil ich dagegen gekommen bin. Gestohlene Schienstücke, Sonderwagen. Da wird, glaube ich, nichts passen. Oh, doch! Oh. Oh Gott, wir haben so viele Sachen hier noch offen. Zug versteckt. Nein, das war's nicht. Passierter, der Zug hat die Bahn von Douglas. Achso, okay. Ach da, Barken. Die Mexikaner haben kürzliche Barken auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Wir müssen noch viel mehr. Also bei den beiden Sachen war ich ja immer noch so ein bisschen am Überlegen. Da war ich wirklich noch am Überlegen. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück nach Doncaster. Wir müssen da irgendwie auch bei den Schienen irgendwas finden. Also wir haben herausgefunden, dass der eine betrunken, also ein Alkoholproblem hat, bin ich ganz ehrlich so. Bei den anderen vermute ich, dass der durch die Wetten. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Immer dann, wenn man gerade mal irgendwas gegessen hat. Oh mein Gott, ich habe meinen Salat hier nehmen, deswegen hatte ich mir da gerade was stipiezt und dann ist er fertig mit dem Reden. Das geht gar nicht. Da war was. Falten? Wow. Also ein älterer Herr auf jeden Fall. Falten. Falten, ja, okay. Dann wollen wir mal schauen. Falten. Gut gekleidet auf jeden Fall. Teure Kleidung, gut gekleidet. Ist das nicht beides das Leiche? Achso. Ah, warte. Kräftiger Körperbau, okay. Die Zigarre. Die teure Zigarre, nebenbei. Okay, ich dachte, sie wären Mexikaner. Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Oh, so schnell war ich gar nicht. Verbrannte Notiz, Zug, Zusammenstellung, detaillierte Streckenkarte, die Zigarre. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand. From Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Gott, ist er unfreundlich. Was machen Sie denn hier? I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them. Or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company?
It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Das ist richtig, Watson. Das ist tatsächlich richtig. Der ist wirklich seit mehreren Tagen hier. Und ich wette, dass der von dieser Firma ist. Die... Irgendwo war doch hier gerade... Nee? Der war doch gerade... Oder war das doch Watson? Das hast du eben so aussah wie eine Lupe. Kann das sein? Könnte auch sein, dass ich mich da verguckt habe. Ist die Asche... ich will gerade mal gucken, ob hier noch irgendwas gibt, was wir übersehen haben. Wir sind ja noch nicht fertig. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich glaube, dass er von diesen Dingsen ist. Ich muss da wieder mal eben durchgucken. Wir hatten doch diese ganzen Informationen und Dialoge und hast du nicht gesehen. Hinweis an alle Bahnhöfe. Ach genau, Hinweis an Mr. Rose befindet sich im Bahnhof Brennerton. Das war der Brief vom Anwalt. Ich muss gerade mal gucken. Achso, das war das. Guten Tag, Sir. Ich hatte und ist auch ein Danker, Sir. Ist das so? Nun, guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Duff. Ich bin hier der Bahnhofsforscher. Ich würde Ihnen natürlich gerne helfen, aber über gestern Abend gibt es nicht viel zu sagen. Mal sind Sie hier in dieser Stadt der Nähe. Sie wollen wohl sagen, ach, das war der Spieler. Meine Karte zwar musste ich hier einen Stein probieren. Dahinter ist der See. Das war wenigen Monate eingefangen. Genau, hat hier gestern Abend irgendjemand den Zug verlassen oder bestiegen? Nein, ich habe wie üblich niemanden gesehen. Ich habe über die Ankunft und Abfahrt des Zuges per Telegramm berichtet, wie ich es auch an jeden anderen Abend mache. Mir ist aufgefallen, dass sie dem Glücksspiel... Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er erpresst wurde. Wenn der Typ hier schon seit Tagen wartet, dann hat er doch sicher nicht mitbekommen, dass, dass er bestochen wurde. Da bin ich mir fest von Überzeugung. Denn waren die Mexikaner die, die wahrscheinlich den Zug auch geraubt haben. Okay. Nee. Ben, wo war das? Das war mit dem Zug, wie der da reinknannte. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Also, passiert Doncaster. Der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Nein. Ich glaube, dass er nie ankam. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Das glaube ich nämlich auch. Definitiv. Hätten wir das andere genommen, dann wäre wahrscheinlich eine Verbindung gekommen.